ब्रह्मदेवाय नमः ॐ ब्रह्मदेवाय नमः ॐ अहं ब्रह्मास्मि ॐ ब्रह्मदेवाय नमः ॐ ब्रह्मदेवाय नमः Mein Name ist Jan Svatharma. Und ich bin vor 5 Jahren war ich das erste Mal hier auf dem Yoga Camp. Und jetzt bin ich nach 5 Jahren wieder hier. Und ich muss sagen, es ist sehr professionell geworden, es hat sich sehr viel geändert und sehr strukturiert, es gefällt mir sehr gut. Und jetzt haben wir die Sommersonnenwende gefeiert mit slawisch-germanischem Ritual, mit Feuerlauf und übers Feuer springen. Das war ein sehr kraftvolles, mächtiges Ritual, Ereignis. Und das war auch das Ziel oder mein Wunsch, mit dem ich hierher gekommen bin, dass ich Kraft und Energie sammle für den nächsten Abschnitt meines Lebens. Und das hat sich jetzt so sehr gut damit entwickelt, sehr gut zusammengepasst tatsächlich, weil ich wusste das nicht, dass es jetzt hier so ist. Ich hatte mir den Plan vorher nicht angeschaut. Und ja, das hat sich sehr gut gefügt. Und ja, die ganzen Yoga-Praktiken, also Hatha-Yoga, Ich mache privat nicht so viel Yoga, aber das Hatha-Yoga, jetzt wenn man mal hier ist, das ist sehr gut, um mal seinen geistigen, spirituellen Körper damit wieder zu füllen und auch bei dem schönen Wetter ein bisschen Sonne und Liebe in sein Herz zu lassen. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man das so macht. Und ja, deswegen, ich bin sehr froh, hier gewesen zu sein und kann das wirklich nur jedem empfehlen. Und ja, mit ein bisschen Askese und Spaß und Liebe, hier ist alles dabei. Om Brahmadevaya Namaha Om Aham Brahmasmi Om Brahmadevaya Namaha Om Ich heiße Katja und ich möchte von meiner ganz neuen Erfahrung ein bisschen berichten. Ich war jetzt zum ersten Mal bei Yoga Camp Meinhardt. Es ist etwas schwer, alles in Worte zu fassen. Ich fand es toll, unter einer Community zu sein, die sehr bewusst lebt und sich auch bewusst ernährt. Ich fand es einfach toll, zum ersten Mal eben das auch zu erleben und in der Natur zu sein, also mit Natur gebunden zu sein, auch im Zelt zu schlafen, das ist eine mega coole Erfahrung, die zwar nicht ganz neu ist, aber ich fand es trotzdem toll, wieder das mal zu erleben. Und ja, auf jeden Fall, ich nehme vieles mit zum Nachdenken, zum Umsetzen und zu lieben. Hallo liebe Freunde,
Ich bin hier ziemlich spontan vorbeigekommen. Ich war noch nie auf einem Yoga-Camp. Und mein Eindruck von dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt in den letzten Tagen hier erlebt habe, ist ein sehr, sehr positiver, ein sehr herzlicher Eindruck. Die Menschen reden so mit dir, als ob man sich seit Ewigkeiten kennen würde. Ich habe hier meine erste Yoga-Praxiserfahrung machen dürfen. Und obwohl ich jetzt nicht so der Yoga-Begeisterte bin, muss ich sagen, allein zwecks den energetischen Gründen hier zu sein, rentiert es sich für jedermann. Das Feuerritual ist einfach eine Sache, die man am eigenen Leib mal erfühlen und erleben sollte. Kommt her und ihr werdet in euch merken, dass einfach erhebliche energetische Aufladungen in euch stattfinden und ihr kommt einfach mit einem wunderbaren Gefühl nach Hause und könnt es vielleicht in den Alltag mit hinaustragen. Also ich heiße Katharina, ich habe Yoga-Camp von 22. bis 26. Juni besucht und das hat mir sehr gut gefallen. Die Atmosphäre ist sehr gut, die Menschen sind sehr nett, die Praktiken, die waren sehr tief und ich fühle mich jetzt aufgeladen. Das Programm war sehr abwechslungsreich, es war fast alles dabei, sehr viele interessante Sachen und ich bin gestern auf den heißen Kohlen gelaufen und ich bin sehr stolz, dass ich mich getraut habe. Das war super. Wir haben jetzt echt eine tolle Erfahrung gemacht im Yoga-Camp hier in Meinhard 2022. Es war einfach ein wunderschönes Gefühl von Gemeinschaft, von diesem auch spielerischen, einfach mal locker, frei sein. Und haben auch ganz viele Kinder dabei gehabt und haben sehr wohl gefühlt miteinander. Zusammen gegessen, zusammen Yoga gemacht, zusammen meditiert. Es war ein sehr, sehr schöner Ausgleich zum Alltag, fand ich. Was auch noch ein Highlight war vom Yoga Camp dieses Jahr, dass wir ein Ritual gemacht haben gestern und ein riesen Lagerfeuer. Und das war auch so ein richtig, richtig tolles Ereignis, was mich unglaublich positiv innerlich aufgefüllt hat. Also, ja, was mir sehr gut gefällt, ist, es ist so super gut organisiert, dass alles da ist. Sehr gutes Essen. Ich glaube, fängt hier vom Biobauern oder so. Und ja, es hat alles, es hat eine gute Gemeinschaft. Viele tolle Menschen, die irgendwie so nach Selbstverwirklichungen so streben. Und es ist einfach wunderschön hier. Mit den Menschen sich zu unterhalten und alle sind freundlich aufgeschlossen. Ja, wir sind schon zum nächsten Mal hier, genau genommen 5 Mal. Dieser Ort zieht uns immer wieder an. Es hat gewisse Energie, auch die Menschen. Man kann hier gut
zurückkommen, sie sich aufladen, vielleicht vom Alltag abschalten. Wir sind mit der ganzen Familie hier. Wir sind zwei Erwachsene, drei Kinder und hier unser Haustier. Lakshmi, Lakshmi, Devi.